unser Land haben, für die Republik Österreich. Das ist zunächst einmal entscheidend. Hier geht es darum, dass wir mit Verantwortung für Österreich, für Stabilität sorgen, für Ordnung sorgen und auch einmal die Vorwürfe aufklären. Und ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, dass diese Vorwürfe schwerwiegend sind. Es steht Korruption im Raum, es steht Missbrauch von Steuergeld im Raum und das nur dazu in einem entsprechenden Zusammenhang. Es geht nicht bloß um die Vorhalte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht darum, was aus diesen Chat-Nachrichten herausspringt, direkt einen schwarz auf weiß aufs Auge fällt, nämlich, dass es im Machtzentrum der ÖVP ein erschütterndes, ein erschreckendes, ja eigentlich ein schauerliches Sittenbild gibt. Darum geht es auch und darin stimmen wir auch mit allen anderen überein. Und deshalb ist ja entsprechend vorzugehen und dafür zu sorgen, dass es weitere Optionen geben kann. Abschließend, die ÖVP hat auch die Verantwortung, hier einen Beitrag zu leisten, ganz klar. Wenn die Spitze der ÖVP im Übrigen sich ungerecht behandelt fühlt, dann soll sie sich an den Rechtsstaat wenden und nur dauernd den Rechtsstaat bekämpfen oder attackieren. Und die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung, für dieses Bundeskanzleramt jemanden vorzuschlagen, der untadelig ist. Und dann können wir die vielen großen, wichtigen gemeinsamen Projekte und Reformen angehen. Das ist es. Das heißt, Dankeschön.